Erstes Quartal 2018 ist fast vorbei. Zeit für ein kurzes Resümee. Wirtschaftlich geht es mir sehr gut. Die Bücher sind voll. Das Geschäftsmodell wird von den Kunden sehr gut angenommen. Theoretisch sollte man meinen, dass alles super ist. Das ist die Theorie. In der Praxis jedoch gibt es natürlich ein Haar in der Suppe. Mein Haar in der Suppe ist mein Tagesablauf. Ich komme am Abend so um 6:30 heim von meinen Trainings, bereite dann die aktuellen To-Dos nach, bereite das Training für den nächsten Tag vor. Bis ich mit allem fertig bin, ist 9:30, dann kannst du im Prinzip mit dem Tag ja nichts mehr anfangen. Das Wochenende fällt genauso sehr auf der Vorbereitung zum Opfer. Und wenn ich mir momentan anschaue, wie viel Zeit ich freizeitmäßig wirklich noch habe, dann ist es praktisch gar nichts. Den Videoblog habe ich in letzter Zeit ein bisschen schleifen lassen. Zum Sport habe ich keine Zeit mehr. Das Einzige, was gut ist, ich habe 8 Kilo zu viel gehabt. Die habe ich jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Was halt problematisch ist, das Familienleben köchelt auf Sparflamme. Mein 8-Jähriger hat mir jetzt irgendwann einmal gesagt, Papa, eigentlich, du hast gar keine Zeit mehr für mich und das tut dann schon relativ weh. Also wenn ich was verändern werde, und das werde ich aktiv angehen, dann ist es, dass ich diese Dinge besser zeitmäßig einteile. Und das wäre auch mein Tipp für alle Gründer, fleißig arbeiten, aber trotzdem schauen, dass man sich ausreichend Freizeit reserviert.